Heute für euch die 8 unglaublichsten Überlebensgeschichten nach einem Flugzeugabsturz. Los geht's! Nummer 8. Der ehemalige amerikanische Reitmeister Michael Matz hat einen fatalen Flugzeugabsturz am 19. Juli 1989 überlebt. Michael konnte nach dem Absturz seinen Platz verlassen und hatte zum Glück nur leichte Verletzungen. Somit ist es ihm gelungen, einige Personen aus dem Flugzeug zu retten. Unter anderem 2 alleinfliegende Kinder, die durch den Schock und deren Verletzungen niemals aus eigener Kraft das Flugzeug verlassen hätten können. Und die Nummer 7. Beim Absturz des Lanza-Fluges 508 im peruanischen Regenwald war Julien Köpke im Dezember 1971 die einzig Überlebende. Sie landete im Dschungel, angeschnallt auf ihrem Sitz. Ihre einzige Verletzung war ein gebrochenes Schlüsselbein. 9 Tage nach dem Unglück wurde die damals 17-Jährige von Waldarbeitern gefunden. Sie ist heute die Leiterin der Bibliothek und stellvertretende Direktorin der Zoologischen Staatssammlung München. Und die Nummer 6. Am 20. Januar 1985 stürzte der Galaxy Airlines Flug 203 in Nevada in den USA ab. Der damals 17-jährige und einzige Überlebende wurde festgeschnallt und lebend auf einem Sitz gefunden. Dieser wurde aus der Maschine geschleudert und flog ein ganzes Stück weiter, bis auf eine Straße. Er hatte kurz vorher den Sitz mit seinem Vater getauscht. Mensch, da war ein echter Glücksengel am Werk. Und die Nummer 5. Am 9. Oktober 1987 stürzte der Northwest Airlines Flug 255 in Michigan in den USA ab. 154 Passagiere kamen dabei ums Leben. Die einzige Überlebende war ein 4 Jahre altes Mädchen, das bei dem Absturz ihre gesamte Familie verlor. Heute ist Jihan erwachsen. Auf ihrem Handgelenk hat sie ein Tattoo eines Flugzeugs. Nummer 4. Die 13 Jahre alte Bahia Bakari war die einzige Überlebende des Humania-Fluges 626, der am 30. Juni 2009 nahe Grand Camaror in den Indischen Ozean stürzte. Mehr als 9 Stunden hatte sie sich ohne Schwimmweste an ein Wrackteil geklammert, bis sie aus dem Wasser gerettet wurde. Bei dem Unfall kamen 152 Menschen ums Leben, darunter auch die Mutter des Mädchens. Und die Nummer 3. Am 13. Oktober 1972 stürzte die Air Force Maschine 571 über den Anden ab. Dabei überlebten 16 Menschen. Die Maschine ist so weit abseits von jeglicher Zivilisation eingeschlagen, dass alle Überlebende nur durch eine lange Wanderung dem Tod entgangen sind. Das Problem waren die nicht vorhandenen Lebensmittel oder die fehlende Ausrüstung. Daher machten sich nur 2 junge Männer auf den Weg über die Berge, um Hilfe und Verstärkung anzufordern. Die Geschichte der 2 wurde verfilmt. Der Titel des Films: Alive, Miracle in the Andes. Und die Nummer 2. Paul Hink, der Co-Pilot des Conair Flights 5191, war der einzige Überlebende nach dem Crash seiner Maschine in Lexington, USA am 27. August 2006. Die restlichen 49 Menschen an Bord kamen ums Leben. Als Co-Pilot fühlt man sich zum Teil immer mitbeschuldigt. Daher ist es noch schwieriger, als einziger Überlebender den Familien der Angehörigen über den Absturz zu berichten. Paul Hing verlor ein Bein. Sonst ist er körperlich in einem absolut gesunden Zustand. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 1. Die 16-jährige Autumn Veach hat einen Flugzeugabsturz überlebt. Dies grenzt an ein absolutes Wunder. Ihre innere Stimme hat ihr den Weg geleitet, so Dr. James Welles am Three Rivers Hospital in Washington, USA. Das Flugzeug stürzte am 14. Juli 2015 im North Cascades National Park ab. Das Mädchen folgte einem Fluss und kam so an eine Straße, wo sie jemand sah und nach Massimer mitnahm. Dort wurde sie schließlich ärztlich versorgt. Jetzt könnt ihr euch noch 5 Menschen, die das Unmögliche überlebt haben, anschauen. Auch ein sehr interessantes Video, einfach hier klicken oder den Link in der Videobeschreibung benutzen. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Ciao.